Willkommen zu Klaus Grillt, feines Grill und Barbecue. Heute mache ich mein erstes Video, das was ich euch zeigen möchte. Es gibt Bierhühnchen. Ja, genauso hat es vor 10 Jahren angefangen. Krass, oder? 10 Jahre her. Und das erste Mal, dass ich in 10 Jahren ein Video zweimal aufnehme, weil dieses Video habe ich schon aufgenommen. Das war sehr emotional für mich und ich versuche es einfach im zweiten Anlauf nochmal. Wir kriegen das gemeinsam hin. Also 10 Jahre sind rum und wer denkt, hier ist Schluss? Nee. Hier ist, ich kann hier nicht aufhören. Das kann und soll und wird auch hier nicht enden. Also jedenfalls nicht so schnell. Alt hat ein Ende, sogar die Wurst hat 2. Also auch hier geht es weiter. Ich habe noch so viele blöde Ideen, die man hat. Und ihr habt noch so viel Spaß dran. Von daher, wir ziehen. Also wer denkt, hier ist Schluss und hat irgendwie das Facebook-Video ein bisschen falsch verstanden, kommt am Ende noch eine Auflösung zu. Hier ist nicht Schluss. Also wir haben vor 10 Jahren angefangen mit dem Bierhühnchen. Also ich kann mich daran erinnern, als ob es gestern gewesen wäre. Aber es ist schon 10 Jahre her. Und wenn man den Anfang jetzt sieht, also den Anfang vom Video und jetzt, da liegt ein bisschen was dazwischen. Und das erste Video ist aus so einer Silvesterlaune raus entstanden. Ich habe zu meiner Frau gesagt, Frau, ich eröffne nächstes Jahr einen Grillkanal. Und meine Frau sagt, ja, mach mal. Und dann war das so, dass ich mir eine Kamera besorgt habe und ich sagte, womit fangen wir an? Na, Bierchen haben wir immer schon gerne gegessen. Fangen wir mal mit dem Bierchen an. Sie haben vorher schon jahrelang gegrillt. Ich habe nicht gesagt, ich fange jetzt mal an zu grillen und begleite euch da mal mit, sondern wir haben sie vorher schon ein bisschen gemacht. Merkt man vielleicht auch so ein bisschen. Und der coolste Moment war, ich habe mir ein Stativ besorgt und baue mir das Stativ auf. Und dann kommt meine Frau dazu und sagt, nö, wie du alleine. Na, so funktioniert das hier nicht. Das wird mal also Hobby, können wir schon beide gerne zusammen machen. So, und dann hat meine Frau sich die Kamera geschnappt und du hast vorher noch nie eine Kamera in der Hand gehabt, noch nie. Also hat vorher noch nie gefilmt und das muss man sagen, also dafür, dass er das noch nie gemacht hat, klingt jetzt abwertend, ne? Er hat den Duty gemacht. Sie hat den Duty gemacht, man musste ja nicht einordnen. Und so ging die Sache los. Und ich habe in der ersten Nacht so ganz unruhig geschlafen und dachte so, ah, wenn dein Video mal irgendwie 15.000 Aufrufe hätte, morgen früh, das wäre doch ein Knaller, ne? Also das war so meine absolute Traumvorstellung. Heute wäre das meine Albtraumvorstellung. 15.000 Views über Nacht auf dem Video wäre für mich eine Katastrophe. Und da sieht man auch, wie im Laufe der Jahre so Ansprüche wachsen und wie man immer versucht, sich dem gerecht zu werden und wie man versucht, euch gerecht zu werden. Und das schaffe ich nicht immer. Ne? Das habe ich auch noch nie geschafft und werde das auch nicht schaffen, alles und jedem gerecht zu werden. Das Einzige, was wir wirklich fast immer schaffen, ist Spaß beim Videodreh zu haben, außer im Winter. Ne? Da hat jede Person nicht so viel Spaß, das ist die hinter der Kamera. Ja. Aber du machst es trotzdem. Ne? Ja, das ist immer sehr, also wenn draußen kalt ist, da haben Frauen ein anderes Temperaturverständnis als Männer. Also ich habe jetzt, stehe hier Pulli, meine Frau hat schon hinter der Kamera eine dicke Jacke an. Also so ist es dann auch halt. Aber hast all die 10 Jahre durchgezogen und Klaus Grillt ist auch keine One-Man-Show. Also ich stehe meistens alleine vor der Kamera, aber man darf nicht vergessen, dass da unterdessen viel mehr Leute dran beteiligt sind. Also A, meine Frau und ich und dann haben wir noch Mitarbeiter hier, die sich um viele Sachen dahinter kümmern. Wir haben tolle Partner, die uns unterstützen, seit Produktpartner, seit Werbepartner und vor allem haben wir eine Community draußen, ihr, die euch die Videos gerne anschaut und die darüber diskutiert, die die Dinge nachgrillen. Und worüber ich mich persönlich immer sehr freue und was ich mir auch noch viel mehr wünschen würde, wenn ich mir heute einen Wunsch äußern durfte, ist, wenn ihr was nachgegrillt habt, dass ihr das unter dem Video einfach mal kommentiert, wie euch das geschmeckt hat. Das wäre so ein kleiner Wunsch noch so. Aber das ist der einzige Wunsch, den ich euch habe. Mehr kann und darf und will ich mich auch ja nicht wünschen, weil wir haben 10 Jahre echt so eine gute Zeit miteinander gehabt. Mit Höhen und Tiefen, wie gesagt, weil ja nicht, also man kann ja nicht immer nur, wie ein Musiker nur nicht Nummer 1 Hits produzieren kann, kann ich das auch nicht. Hinter jedem Video steckt immer so, also ich versuche meinen Anspruch mal, also muss ein Video sein, was 100.000 Menschen begeistert. Manchmal begeisterte 200.000 Leute, manchmal auch bloß 35.000 oder 50.000 Leute. Wobei auch da muss man natürlich, muss man halt aber realistisch einordnen. Also 50.000 Leute ist das Olympiastadion. Ne? 30.000 Leute ist zweimal die Mercedes-Benz-Arena voll, die sich mit einem Grillvideo beschäftigen. Also das, da, also die Zahlen sind ja nicht nur Zahlen, sondern da stehen ja auch Menschen, also ihr da draußen hinter, die Sache, die sich das angucken und die uns vom ersten Tag an, da muss ich sagen, vom ersten Tag an supportet haben und das Thema unterstützt. Und da bin ich wirklich sehr demütig und sehr, sehr dankbar drüber. Es gibt natürlich auch immer Leute, die er nicht unterstützen. Ja, die streiche ich dann aus meinem Leben, das muss ich wirklich so sagen. Also es gibt so Menschen, die ich mag, sind Bessermacher. Leute, die ich nicht mag, sind Besserwisser. Also das filtert man sehr, sehr schnell raus. Da sind wir auch bei der Klaus Grillt und Freunde-Gruppe mit über 150.000 Leuten. Muss ich auch immer irgendwann mal zwischenhauen und sagen, so, wir haben hier einen freundlichen und friedlichen Umgang. Und
was ich in all den Jahren nicht gemacht habe und womit ich auch gar nicht anfangen werde, ist, mich über Essen oder Grillen zu streiten. Das ist aus meiner Sicht das Dümmste, was man machen kann, sich über Essen und Grillen zu streiten, weil es so eine schöne Sache ist. Und die Geschmäcker sind Gottlob verschieden. Ne? Also keiner schmeckt gleich, keiner mag dasselbe und so ist es im Leben. Wir haben natürlich in den 10 Jahren echt viel gemacht. Wir haben Produkte entwickelt, die mal mehr oder mal weniger erfolgreich waren. Also wir sind gestartet 2014, seit 2016 oder 2015, ich weiß es ja nicht mehr, wann bin ich selbstständig? 2015 so ja schon, ne? 2016. Oder 16, kannst mal sehen, wie lange das her ist. Bin ich selbstständig. Also ich war ja damals noch ganz normal arbeiten und wir haben das als Hobby angefangen und irgendwann war für mich der Moment, wo ich mit meinem Hobby mehr Geld eingenommen habe, als mit meiner Arbeit. Und da war die Motivation zur Arbeit einfach dahin und das konnte ich keinem Arbeitgeber mehr zumuten, mit so einer Grundmotivation irgendwo arbeiten zu gehen und habe dann auch direkt gekündigt. Da hatte ich, glaube ich, 35.000 Abonnenten und manche haben mich für bekloppt erklärt. Und ich wusste aber, ich kann ja jederzeit wieder arbeiten. Dann könnte ich heute auch noch. Ich könnte hier zuschließen und könnte wieder irgendwo arbeiten gehen. So wie viele andere auch. Bin aber sehr dankbar, dass ich das nicht muss. Also arbeiten tue ich nach wie vor, also um die 60 Stunden die Woche. Oder Frau, so kommt mal locker hin. Auch am Wochenende, aber mir macht es Freude. Also es fühlt sich nicht nach einer Arbeit an, wenn ich mal einen Counter drücke und denke, so, was hast du jetzt gemacht? Dann ist ja doch wieder sehr lang geworden. Gerade wo wir jetzt auch noch eine zweite Firma haben mit Beef Bandits, die ich mit dem lieben Marco vom Ehrlichen Essen gegründet habe. Bin ich auch sehr dankbar. Ist sehr, sehr erfolgreich und macht mir riesig Spaß, da neue Produkte zu entwickeln mit Marco zusammen und neue Themen anzugehen. Sei es der Döner, der wirklich eingeschlagen ist in der Welt wie eine Bombe, wo ich sagen muss, eigentlich logisch, ne? Jetzt der McGrip und viele andere Produkte auch, was einfach geil ist. Wir haben Produkte gehabt, die wir entwickelt haben, die nicht so erfolgreich waren oder die unterdessen noch eingestellt wurden. Also ist ja nicht nur eine Erfolgsgeschichte. Also Klaus Grill ist ja, die geht ja immer in Wellen. Ne? Also die Monate, da ist super und die Monate, da ist einfach doof. So wie in jedem anderen Leben auch. Ne? Also bei Insta und bei Facebook und bei YouTube sieht man natürlich immer die schönen Momente. Die überwiegen Gottlob, aber die gibt auch so Dinge, die nicht funktionieren. Also schön Currywurst-Soße macht, die überhaupt nicht angekommen ist, die hat die Leute nicht interessiert. Oder mein erstes Produkt, das war glaube ich 2014 oder war 2015, das ist so lange her, der Doggy Roast mit dem lieben Westwood Barbecue zusammen entwickelt, was dann an Muesta verkauft wurde und Muesta das aber eingestellt hat, weil ist einfach dann aus der Zeit gefallen. So wie in dem Laufe der 10 Jahre auch viele Dinge aus der Zeit gefallen sind. Ne? Früher brauchte jeder einen Oberhitzegrill. Spielt heute im Prinzip keine Rolle mehr. So klassische Smoker, die mit Holz betrieben werden, haben immer noch eine Faszination, aber sind von den Pellet-Smokern irgendwie abgelöst worden. Damals war das noch so, da ist man als Gasgriller noch fast verspottet worden. Ist man nicht fast, man ist noch verspottet worden. Heute ist es völlig normal, dass man einen guten Gasgrill hat. Und so hat sich in 10 Jahren unglaublich viel bewegt. Also als wir damals angefangen haben mit Grill-YouTube, gab es ja quasi Social-Media-mäßig nicht viel. Also da waren Tobias Grillt, lieber Freund von mir, Jörn von Barbecue aus Hessen, lieber Freund, dann der liebe Markus, den ich auch sehr, sehr schätze, von 0815 Barbecue, die heute noch mit dabei sind. Also viele Grüße gehen raus. Schaut mal bei den Kanälen vorbei. Auch Uwe Steiner, die haben ein paar Monate oder ein Jahr teilweise früher angefangen. Also da war noch nicht viel Vorlauf. Und mich hatte das selber angenervt, dass ich auf YouTube irgendwie nicht zum Thema Grillen finde. Und so haben wir das halt gemacht und sind damit auch mit 500.000 Zuschauer. Unglaubliche Zahl, ich müsste mich echt bei jedem bedanken, aber das könnte man hochrechnen, wenn ich jedem bloß die Hand schüttle, wie lang wäre die Reihe und wie lange würde das dauern, was nicht funktioniert. Also ich kann nur von hier nach da Danke sagen für zehn tolle Jahre, die wir hatten. Und hat sich auch viel entwickelt. Ne? Also wir sind umgezogen, wir haben ja beim ersten Video auf einer kleinen Terrasse mitten in Baden-Württemberg begonnen und jetzt hier so, kann man einen kleinen Schwenk machen, vielleicht so in die andere Richtung. Ich gehe mal aus dem Bild, ne? Oder ich husche mal durchs Bild, dann schwenken wir mal in die andere Richtung. Also wir haben da schon aufgerüstet und das muss ja auch so sein. Die hört sich so aus meiner Sicht für Videos, war immer mein Anspruch, möglichst viele verschiedene Perspektiven zu haben, also hier mal da, mal dort. Wir haben jetzt hier 4 verschiedene Areale, in denen wir für uns grillen können, ja, und ihr nehmt daran teil. Ich weigere mich immer zu sagen, ich mache das nur für euch, ich habe selber Hunger und ich habe selber Bock auf Grillen. Und deshalb grillen wir auch so viel. Ne? Und der Rest ist, freut mich, dass ihr dabei seid. Aber so ist es, dass wir viele Dinge auch machen, die dann mal ankommen oder nicht ankommen. Jetzt, ob es ein 1200-Euro-Steak ist, ne? Da haben wir halt Spaß dran.
Ja, und ihr meistens auch. Oder ob es ein 1-Euro-Steak grillt. Auch da ein 1-Euro-Steak ist, das wird wir grillen. Auch da haben wir Spaß dran. Und so ist das immer noch eine Leidenschaft, ein Spaß. Der aber natürlich unterdessen auch Beruf ist, das muss man auch sagen. Also man muss dann auch mal, wenn man eine Woche mal, das Wetter ist doof, dann muss die Frau halt mit raus, ob sie jetzt gerade Lust hat oder nicht. Danke nochmal dafür. Und wir haben also viele Partner, die uns da begleitet haben. Bräuching vom ersten, steht bei mir schon auf der Brust drauf, Bräuching vom ersten Jahr an. Also mit Bräuching fast 10 Jahre jetzt. Und jetzt muss ich mal im Profisport umgucken oder wo auch immer, wo 10 Jahre lange Partnerschaften bestehen, ist nicht allgegenwärtig. Und auch die Gewürze, ohne dass ihr diesen ganzen, die Holzkohle, die Gewürze, die Messer oder so, oder all die Produkte, ohne dass ihr die kaufen würdet, würde das hier ja nicht funktionieren. Also von YouTube alleine würde das nicht hinhauen. Also von daher auch mal Dank an jeden Produktpartner und vor allem an euch, die ihr das unterstützt. Weil was wir hier machen, können wir natürlich alle tun, aber ohne euch da draußen ist das ja blöd. Also YouTube ohne Zuschauer und Produkte ohne Kunden ist einfach dämlich. Macht, kann ich euch sagen, macht überhaupt keinen Spaß. Und wir werden jetzt auch, müssen wir mal auf Instagram gucken, werden wir jetzt auch ein paar Gewinnspiele machen. Also wir haben, kommen etliche Sachen dazu. Wir haben jetzt, Bräuching wird mit dem zusammenwirken, Grill verlosen. Da steht noch nicht fest welcher, aber wir sind nach was Großem schön. Gerade im Lager am Schauen, was wir da nehmen. Wir haben 500 Euro von Beef Bandits, alles auf Instagram. Also müsst hier folgen und auf Instagram folgen, da kommen dann die Gewinnspiele. Warum mache ich das auf Instagram? Kurzer Disclaimer. Weil ich bei YouTube niemanden anschreiben kann. Also ich habe das ausprobiert auf YouTube, dann schreibst du runter, du hast ja gewonnen, meldet sich keiner, total blödsinnig. Auf Instagram kann ich die Menschen einfach anschreiben. Einfach deshalb. Nicht, weil ich jetzt Instagram vorziehe. Ja, einfach nur. Deshalb schaut da mal vorbei, das wird sehr, sehr lustig. Und wenn ihr da was gewinnt, ist das eine schöne Sache. Und vielen Dank auch an alle, die das supporten. So, jetzt haben wir ungefähr, sagen wir, nicht ganz eine 500.000. Werde ich hier die 1 Million Abos schaffen? Glaube ich nicht. Macht das was mit mir? Nö. Überhaupt nicht. Weil wenn mein Problem wäre, 1 Million Abos zu haben im Leben, das wäre das Schönste. Also das ist, ja, klar, würde man sich nicht drum ärgern, aber sag mal, die 100.000 war schon so ein Meilenstein, den ich schon gefeiert habe. Der Rest war nur noch Sahnehäubchen drauf, ne? Und eine heiße Schokolade schmeckt notfalls auch ohne Schoki drauf. Das ist schon in Ordnung. Da komme ich mit klar. Ja, ich möchte mich bei euch bedanken, dass ihr 10 Jahre mit dabei wart. Hoffe noch auf 10 Jahre, aber ich glaube nicht, dass es nochmal 10 Jahre wird. Wobei ich mir das beim ersten, ich konnte mir zum Anfang auch nicht vorstellen, dass es 10 Jahre wird. Ja, mein Vater sagte, wie viele Videos willst du machen? 50 oder 60? Ich habe gesagt, alle. Also konnte ich mir auch nicht vorstellen. Und zum Abschluss dieses Videos möchte ich einfach nochmal, ich hatte so ein kleines Schwarz-Weiß-Video mal auf Facebook und Instagram geteilt, was so ein bisschen für Verwirrung gestiftet hat. Einfach mal ganz ruhig ausklingen lassen und dann alle denken, die nicht mehr unter uns sind. Macht's gut.